Hallo, meine lieben Kreativfreunde. Mein Name ist Jutta Hartmann von Jutta's Craft and Learn Room. Ich bin unabhängige Stamping-Up-Demonstratorin und habe heute wieder ein schönes Video für euch. Diesmal widme ich dieses Video einmal meinem Teammitglied Rebecca. Die weiß noch gar nichts von ihrem Glück. Nämlich die liebe Rebecca hat mir diesen Swap einmal gebastelt bei einem Teamtreffen. Rebecca ist Anfängerin und schon, ich glaube, dreiviertel Jahr etwa mit dabei, in meinem Team auch. Und das war, glaube ich, ihr erster oder zweiter Swap. Und der ist mir heute wieder in die Hände gefallen, weil ich etwas brauche, was ich verschicken möchte. Und ich möchte in dieser Karte eine kleine Nettigkeit beifügen. Und da dachte ich mir, das hat die ideale Maße dafür mit. Und ich fand den auch sehr süß, ganz einfach gemacht. Und hier innen drin ist dann ein Teebeutel. Ja, und ich hatte heute eine Kundin bei mir, die sich für das Stempelset, für die Reihe hier süße Pfirsiche interessiert. Und das hatte ich ja nun diese Woche schon mal. Da habe ich ein Video geteilt. Da hatten wir die Diamantenbox. Und dann dachte ich mir, ja, also diese Verpackung mit den süßen Pfirsichen. Und das ist dabei herausgekommen. Und ich habe unterschiedliche Bänder mal ausprobiert. Einmal hier mit Papaya. Das habe ich eingefärbt. Dann mal so mit Weiß und dann habe ich hier noch mal eins und dieses Band in Calypso, das gibt es nicht mehr und das ist von der Celebration 2019, gibt es auch nicht mehr, aber das hier, das ist gerade neu, ne? Und ich habe einfach mal so ein bisschen rumgespielt und habe mal unterschiedlich gemacht, Bänder, um mal zu sehen, wie das farblich so aussieht, ne? So, und das ist ein Video auch für gerade für Anfänger, die wirklich eine schöne Sache, eine schöne Verpackung basteln und die wirklich auch einfach ist. Ne? Gut, und damit fangen wir jetzt an. Ich habe mich auch noch aus dem Katalog inspirieren lassen. Und zwar auf der Seite 60 aus dem Jahreshauptkatalog. Moment, hier haben wir ihn. Sind diese Gläser dran und ich fand dieses Motiv hier sehr schön und das habe ich hier übernommen und ich fand auch den deutschen Spruch da ganz passend, genieß mal das süße Leben mit einer Tasse Tee im Garten, perfekt, mal ein bisschen runterkommen, entspannen, ja, das ist auch manchmal ganz, ganz wichtig, damit es einem selber auch gut geht, genau, so, und das möchte ich heute mit euch basteln. Also es ist eine ganz einfache Anleitung und dafür habe ich einmal das Stempelset benutzt, die entsprechenden Stanzen hier, dann habe ich einmal diese Steinchen hier, fabelhafte Funkelsteine benutzt und an Farben habe ich einmal Papaya, Farngrün und für den Spruch in der Mitte Espresso benutzt. Dann braucht ihr Handstanzen. Eins von den beiden. Diese findet ihr im Katalog unter Handstanzen. Die sind mega gut. Also ihr könnt Lesezeichen damit machen. Ihr könnt aber auch so Anhänger draus machen. Die haben nämlich hier alle beide in der Mitte. Also hier ein Loch und hier dann nochmal so eine, ich weiß gar nicht, wie man diese Öffnung nennt. Ich sage jetzt einfach mal Öffnung mit. Ne? Und da kann man ein Band durchziehen. Ne? Und damit kann man auch Verpackungen basteln. Also nicht solche, sondern auch wirklich, wo so eine Box zwischen ist. Also die sind wirklich mega, kann ich euch wärmstens empfehlen. Die darf eigentlich im Bastelschrank nicht fehlen. Eins von den beiden. Die ist etwas verspielter, die ist etwas geradlinig. So, und ich bleibe bei dieser hier, die werde ich heute benutzen und dann legen wir mal direkt los. Also, ihr braucht euren Papierschneider und ihr braucht
Farngrün. Ich bleibe bei Grün. Ihr nehmt es waagerecht. Der Abstand hier beträgt immer 5 cm. Bei der anderen habt ihr hier so Treppen, ja, und da könnt ihr, die sind dafür da, um unterschiedliche Größen zu stanzen. Ja, ich glaube, das sind hier 2 cm, dann habt ihr das nur so. Ja, das ist dann hier nochmal bei dieser Stanze da. So, ich brauche jetzt hier 5 cm. Legt es bei 5 cm an. Schneide mir das einmal so. Und dann, die Länge ist 18 cm. Dafür muss ich einmal den Schwenkarm rausnehmen, bei 18 anlegen. Rest abschneiden, in die Restekiste, nicht wegwerfen, solche Sachen kann man immer noch gebrauchen. Schwenkarm reinholen. Jetzt muss ich noch falzen. Die Hälfte sind 9. Ich lege das bei 9 an. Gehe mit meiner Falzklinge einmal drüber, damit ich hier diesen Knick jetzt habe. Ja, das war es schon. So. Jetzt kommt die Handstanze zum Einsatz. Ich löse die hier, mache die auf, schiebe das so rein. Ihr seht, ne, das kann man super gut reinschieben bis zum Ansatz vorne. Drück einmal runter, dann habe ich schon die Form hier. Das gleiche mache ich auf der Seite. Runter und habe auch die Form. So, der Rest kommt weg. Handstanze brauche ich auch nicht mehr. So, dann hätte ich das schon mal soweit fertig. Jetzt kommen wir zum Stempeln. Brauche ich jetzt noch mal Grundweiß. Habe ich hier. Dann mein Stempel. Blätter machen wir als erstes. Farngrün. Ich lege mir das mal so hin. So. Stempel mir die mal hier auf. So. Also das sind super schöne Stempel. Ich zeige euch das nochmal. Da seht ihr auch nochmal, das ist das Besondere daran, diese Tiefe. Ne? Also wir haben hier helle Töne, der Rand ist dunkler. Ne? Also das sind wirklich mega tolle Stempel. So, das haben wir. Jetzt müssen wir die Pfirsich, die habe ich glaube ich gar nicht aufgezogen. Genau, die hatte ich schon wieder reingetan vorhin. Die hole ich mir hier raus. Das sind Polymerstempel, ist das Set. Es gibt ja Gummi- und Polymerstempel. Und dieses Set ist Polymer. Ein Stempelblock in D nehme ich jetzt dafür. So. Lege ihn mir da drauf. Könntet auch einen kleineren nehmen. Ich nehme immer D, finde ich immer am übersichtlichsten. Aber das ist auch Ansichtssache. Und dann stempel ich mir den hier drauf. 1, 2, 3. So. Das Ganze muss jetzt auch noch mal ein bisschen trocknen. Und dann nehme ich mir, den habe ich auch schon aufgezogen. Genieße mal das süße Leben. Und dann nehme ich Espresso. Und den stempel ich mir jetzt hier rein. Super. Das war jetzt schon das Ganze mit Stempeln. Dann nehme ich mir meine Mini-Stanzmaschine.
Die kommt heute mal zum Einsatz. Klapp, klapp, klapp. Und dann meine Platten, die dabei sind. So, das ist meine Grundplatte. Die Platte, wo drauf geschnitten wird. Und das ist Nummer 2. Die anderen beiden waren zum Prägen. Und dann schneide ich mir eben mal kurz hier das schon mal so provisorisch etwas raus, damit ich nicht das ganze lange Papier habe. Lege mir das so drauf. Dann brauche ich meine Stanzen. Die Minimaschine ist auch wirklich was für Anfänger, die mal das ausprobieren möchten. Im Katalog sind immer die Sets auch gekennzeichnet, die man nehmen kann. Also für die Mini, ich kann euch das gerne auch gleich mal zeigen. Wisst ihr, was ich meine? Aber erstmal wollen wir stanzen. Jetzt brauche ich mein Washi-Tape, um das zu fixieren. Da bin ich nämlich nicht so gut drin. Und leider haben wir ja noch nicht die Magnetplatte. Na, wo ist der Anfang? Und ich habe hier ein schönes Washi-Tape gefunden, was auch nicht den Farbkarton reißt, was extra dafür da ist. Ist auch nicht von Stamping Up. Von Sizzix. So, da haben wir ein bisschen Werbung gemacht, aber das habe ich von meinem eigenen Geld bezahlt und das ist auch gut. So, legt die zweite Platte drüber und darum geht es mir, ne? Dass die Sachen, die ich hier empfehle, auch, dass die gut sind. So, Platte durch. Festhalten oben und das Knacken ist auch richtig, weil die Stanze geht ja nun mal auch, das darf man ja nicht vergessen, die hat ja hier Kanten, um das auch durchzuschneiden. Na, ich zeig euch das mal hier, das Blatt, na, das sind ja hier diese Kanten und wenn die hier auf die Acrylplatte drauf kommt, ja, dann knackt es auch schon mal, na, weil die wird ja da durchgedrückt. Ah, da haben wir den Pfirsich. So. Und ich muss einmal noch, da brauche ich noch mal etwas Designerpapier in Calypso. Meine Reste mal eben hier rausholen, ein kleines bisschen. Na, hier ist ein kleiner Schnipsel. Brauche nämlich noch die Blümchen. Ich habe zwar hier auch schon was vor, aber da ist nur eine bei und wir brauchen von den Großen noch eine. Die habe ich schon aufgebraucht, aber das ist nicht schlimm. Die legen wir uns jetzt hier noch drauf. Platte drauf. So. Und kurbeln. Das habe ich jetzt nicht festgemacht. Weil das verrutscht nicht. Weil da habe ich ja nicht gestempelt. Und da sieht er schon die drei süßen Blümchen. Eben die kleine Stanze weg. Hier wieder drauf machen. Sonst gehen die nämlich verloren. Ich hatte das nämlich vorhin schon. Ich denke, ich habe die ganze Zeit die kleine Stanze gesucht. Ich denke, das kann auch nicht wahr sein. Wo ist die? Klebte die hinter meinem Handy. Ich habe so eine Folie, so eine Schutzfolie auf meinem Handy. Und da hatte die sich versteckt. Die sind nämlich süß, die kleinen Blümchen. Oh, es ist ein mega schönes Set. So, Stanzmaschine weg. Und dann müssen wir uns noch von dem Designerpapier was abschneiden. Und das lege ich mir hier drauf. Ich hatte das bei 4,5.
angelegt und zwar waagerecht. Das ist das Designerpapier passend zu dem Stempelset. Stempel in den Weg. Ihr habt ja wieder diese schönen Blümchen, Blüten, ne? Also es ist wirklich mega schön. Meine Kundin war auch schockverliebt, sagte sie. Jetzt muss ich noch mal eben ausmessen. Ich meine, das war 6,5, bin mir aber nicht so ganz sicher. Perfekt, 6,5. Jetzt schneiden wir uns das auch einmal zurecht. Also diese Verpackung könnt ihr auch direkt 4, 5 Stück in einem basteln. Ne? Dann habt ihr immer mal welche griffbereit, so wie ich das gemacht habe jetzt. So, das wird hier vorne drauf geklebt. Tombo. So. Drauf. Und dann kommt das süße Leben. Das kleben wir dann auch. Könnt auch weniger Tombow nehmen. Na, das ist überhaupt nicht. Der ist sehr ergiebig und klebt super. So, dann kommt Blatt mit Stiel. Das ist der Stiel quasi. Kommt dann hier so drauf. Und ich drücke es auch nur so fest, dass das hier nicht mit, dass das so ein bisschen locker ist. Das gibt so ein bisschen 3D-Effekt. Ne? So, dann, achso, ja. Unsere Blümchen dürfen ja nicht fehlen. Die anderen waren mir zu groß. Ich finde, da müssen wirklich die kleinen. Kleinen drauf. Die sind natürlich ein bisschen, könnte auch eine Pinzette nehmen, aber so geht es auch. Na, so. Und dann noch ein ganz kleines. Da ist noch der Punkt in der Mitte, den möchte ich eigentlich raus haben. Drücke ich mir jetzt mal so raus. So. Dann klebe ich mir das hier unten hin. Voilà. Dann hätte ich das schon mal. Meine Steine, wo habe ich sie mir hingelegt? Hier drunter. Ja, also ihr seht, es ist wirklich ein ganz, ganz schnelles, aber sehr süßes Geschenk. Da fehlte noch was in meinem Gedankengang. So, das klebe ich dann hier drauf. Ja, ihr könntet das auch hier mit, aber ich fand das eine auf einer Blüte sehr schön. Könnt auch mehr, ja, wenn ihr Glitzer mögt. Für mich reichte das. So, dann strippitze ich mir jetzt mal hier den. Ich habe hier Inner Sunshine aromatisiert mit Pfirsich-Orangen-Geschmack. Pfirsich. Es gibt garantiert auch einen Pfirsich-Tee, den hatte ich aber nicht. Aber ich habe den hier. Und Vitamin D ist ja ganz wichtig, gerade in unserem Corona-Jahr, ne, wo wir ja alle schön zu Hause geblieben sind. Haben wir natürlich alle Vitamin D-Mangel. Ich habe hier die Glue Dots. Das sind diese hier, Mini Glue Dots. Da nehme ich mir einen runter, damit das Ganze mir nämlich nicht so rum, also aus rausfällt, befestige ich den damit. Die kann ich auch echt gut empfehlen. Die sind echt gut. Also Klebemittel von Stamping Up, top. Kann ich euch nur empfehlen. Wenn ihr Wert drauf legt, dass eure Sachen nach einem halben Jahr nicht abfallen, ne, dann müsst ihr die euch zulegen.
weil die halten mega. So, jetzt habe ich das da so festgemacht. Dann rutscht mir das so nicht raus. Und jetzt brauche ich nur noch Schleifenband. Ich habe noch ein Schleifenband. Das ist das hier. Das ist so gewebt. Mal gucken. Das müsste hier eigentlich gut durchgehen. Mal gucken, wie das aussieht. Ich bin ja immer sehr experimentierfreudig. Ich schneide das gleich oben noch mal ein bisschen schöner ab. Ja, das sieht auch schön aus. Stoffschere. Ihr wisst ja, für Schleifenband immer eine Stoffschere nehmen, nicht die Bastelschere. Die ist nämlich nicht gut dafür. Die wird dadurch stumpf, wenn ihr das immer damit schneidet. Und dann habt ihr nicht lange was davon. Das ist aber auch allgemein so, ne? So, jetzt gehe ich das nochmal hier durch. Das heißt ja auch Papierschere, ja? Und Stoffschere. So. Und damit mir das mal eben so hält, habe ich hier so eine kleine Klammer. Die gibt es bei den Accessoires. Die sind auch mega süß. Dann nehme ich hier etwas weißen Bindfaden runter. Ich mag das gerne. Ihr könnt auch einfach nur einen Knoten machen, ne? Aber ich finde das so süß mit der dem Faden hier. So. Eine Schleife. So. Ich schneide mir das hier noch mal ein bisschen schön. Das ist eben halt, weil das gewebt ist. Franzt das schon mal aus oder man macht die Fransen extra. Kann man ja auch machen. Hier noch mal. Nicht abmachen, die Schleife ziehe ich aber noch was kleiner. So. Und den lasse ich auch jetzt mal so lang. Und schon habt ihr das fertig. Na, ist das nicht toll? Und hier hinten theoretisch könntet ihr auch noch, wenn das jetzt hier weiß wäre, ich habe das nicht parat, könntet ihr auch noch mal hier was zum Draufschreiben kleben, ne? Einen kleinen Gruß dann. Das war ja auch noch möglich. Aber ich fand das so eine schöne Idee. Und gerade für Anfänger ist das wirklich ideal. Ne? Das war jetzt nochmal von der Rebecca hier mit. Ne? Also sie hat hier einfach nur so einen Knoten gemacht. Das geht auch. Sieht auch schön aus. Ich bin so ein Liebhaber von Schleifen. Vor allem hier mit so einem dünnen Faden. Das fand ich gut. Ach ja, und da wollte ich euch noch eine Sache zeigen. Das ist das hier. Ich fand, weil wir hier Calypso genommen haben, wollte ich hier nochmal so einen Kontrast haben. Ich weiß, wie ich jetzt hier genommen habe. Sieht auch nicht schlecht aus. Ihr könnt dieses Band hier, also alles, was weiß ist, könnt ihr einfärben. Und zwar braucht ihr weiß und ihr braucht ein Stamping Blend. Das sind die Stifte mit Alkohol innen drin. Ja, und da könnt ihr hingehen. Ich zeige euch das mal. Ich lege das jetzt mal hier hin. Und dann geht ihr mit dieser Spitze einfach mal hier so drüber und färbt euch das ein. Und das könnt ihr mit jeder Farbe machen. Und dann habt ihr schon ein Band hier mit. Das muss jetzt etwas warten. Also so, wenn ich das anfasse, ist es noch feucht durch den Alkohol. Ihr seht hier, ne, war ich ein bisschen ungeduldig. Das muss trocknen. Ne? Das lege ich jetzt mal beiseite. Und hier, das ist ja getrocknet. So, der Finger ist sauber. Da seht ihr, es färbt nicht ab, wenn es getrocknet ist. Ne? Also, ich habe kräftig dran gezogen. Ne? So, ich hoffe, euch hat diese kleine, einfache, aber niedliche Verpackung gefallen und wie gesagt, ich würde mich gerne über einen Daumen nach oben hin freuen. Maße gebe ich euch gleich noch in der Beschreibung an. Also, bis demnächst.
bis zu meiner nächsten Idee. Tschüss!